AMDs bald erscheinender Ryzen 7 3800X Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads galt für den Chiphersteller bislang als selbsternanntes Konkurrenzprodukt zum Intel Core i9-9900K. Doch nun wurden erstmals Benchmarks zum 3800X Modell geleakt, die zumindest in Sachen Single-Core-Performance ein überraschendes Ergebnis lieferten. Wie AMDs Octa-Core-CPUs sowohl in der Single- als auch in der Multicore-Leistung performen konnten und inwiefern der Prozessor sich wertmäßig zu Intels Prozessoren unterscheidet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ich weiß, in letzter Zeit kommen sehr viele Videos auf meinem Kanal zu den nun anstehenden 7 Nanometer Prozessoren aus dem Hause AMD, aber anhand eures Feedbacks sehe ich, dass ihr immer noch Bock auf das Thema habt und von daher möchte ich euch auch diese Neuigkeit nicht vorenthalten. In der bekannten Datenbank von Geekbench 4 tauchten nämlich kürzlich erste Benchmark-Werte zum 3800X auf. Man sollte bei diesen Ergebnissen zum aktuellen Zeitpunkt noch relativ vorsichtig sein, da die jeweiligen Geekbench-Werte sehr stark von dem verwendeten System abhängen und erst der Durchschnitt aus vielen verschiedenen Messungen wirklich aussagekräftig wird. Außerdem sollten bei der endgültigen Kaufentscheidung sowieso auch noch weitere Faktoren mitunter das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle spielen. Nun aber zur Frage, welche Werte der Ryzen 7 3800X mit 8 Kernen A3,9 bzw. 4,5 GHz in dem besagten Benchmark-Leak erreicht hat. In der Single-Core-Performance kam der Prozessor auf einen Punktescore in Höhe von 5406 und in der Multicore-Performance auf 34.059 Punkte. Ein punktemäßig vergleichbarer Prozessor vom Konkurrenten Intel ist in diesem Falle der i7-9800X, ebenfalls mit 8 Kernen, 16 Threads, einem 3,8 GHz hohen Standard und einem 4,4 GHz hohen Boost-Takt. Mit durchschnittlichen 5391 Punkten im Single-Core und 33.567 Punkten im Multicore-Test liegen diese beiden Prozessoren ungefähr auf einer Augenhöhe. Doch AMD schickte auf der Computex und E3 diesen Jahres ihren 3800X gegen den i9-9900K ins Rennen. Der 9900K ist ebenfalls ein 8-Kern-Prozessor mit 16 Threads, der mit 3,6 bzw. bis zu 5 GHz taktet. Er erreicht in diesem Geekbench-Test im Durchschnitt 6211 Single-Punkte und 34.020 Multicore-Punkte. Während der 3800X somit in der Multicore-Leistung dem 9900K ungefähr auf Augenhöhe begegnet, sieht es in der Single-Core-Performance hingegen schon deutlich anders aus. Knapp 800 Punkte trennen die beiden CPU-Modelle hier voneinander, was ein nicht unbeachtlicher Unterschied ist. Allerdings sollte man auch immer die Testbedingungen beachten, unter denen die Benchmarks erstellt wurden. So wird hier ein X470 Mainboard anstelle einer X570er Platine verwendet und außerdem 16 GB Arbeitsspeicher, welcher nur mit 2133 MHz taktet. Inwiefern sich diese beiden Faktoren auf den Punktescore auswirken, ist bisher noch unklar. Außerdem arbeitet der Ryzen Prozessor in diesem Falle auf seinen Standardwerten und wurde demnach nicht übertaktet. Fakt ist, es bleibt spannend und das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Ryzen 7 3800X und dem Core i9-9900K ist noch nicht entschieden. Warten wir mal ab, bis weitere Benchmark-Ergebnisse veröffentlicht werden, vielleicht auch mal zu verschiedenen Games. Wenn du auch zukünftig keine weiteren Neuheiten rund um PC, Hardware und Technik mehr verpassen möchtest, würde ich mich noch mega über ein kostenloses Abo deinerseits freuen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.